stehen für unser Grundgesetz. Und zwar ohne Kompromiss. Ohne Kompromiss. Und das unterscheidet uns von euch. Das muss jedem klar sein. Und liebe Münchnerinnen und Münchner, wenn Sie jetzt hier vorbeikommen und wenn Sie sich fragen, warum ist hier eine Kundgebung, wir stehen hier mit Freunden aus dem ganzen Bundesgebiet und aus Österreich, weil wir heute den Terror gedenken, der vor 40 Jahren München heimgesucht hat. Es waren die friedlichen und fröhlichen Olympischen Spiele 1972. Und sie wurden jäh unterbrochen durch den palästinensischen Terror. Sie haben im olympischen Dorf in der Connollystraße 31 11 israelische Sportler überfallen, sie in Geiselhaft genommen und letztlich getötet. Und dem gedenken wir heute. Und wir sagen ihre Namen, wir rufen sie noch einmal hinaus. Die 11 Israelis, die getötet wurden 1972. Und wir sind in tiefer Trauer um sie. Unsere israelischen Freunde, David Berger, Seif Friedmann, Josef Gutfreund, Eliezer Halfin, Josef Romano, Amisur Shapira, Gerhard Scholl, Marc Slavin, André Spitzer, Jakob Springer und Moshe Weinberger. Lasst uns eine Gedenkminute für diese 11 getöteten israelischen Sportler einlegen. Und mit der Warnung, nie wieder Antisemitismus in Deutschland, nie wieder Judenhass. Und vor allen Dingen nicht aus einer islamischen Ideologie heraus, die in dem Koran auf jeder Seite Juden verhetzt, als Affen und Schweine diffamiert und ihre Tötung fordert. Lasst uns eine Gedenkminute einlegen. Und Islamophobie, was ist der Unterschied? Das ist ganz genau dieselbe, ja? Wir sind die Faschisten hier! Was ist denn zu sagen? So, ich finde es beschämend, dass ihr die Gedenkminute an die 11 getöteten israelischen Sportler hier missbraucht habt, um rumzuschreien. Ja? So, die Frage war Islamophobie. Wissen Sie eigentlich, woher der Begriff Islamophobie kommt? Den hat Ayatollah Khomeini eingeführt. Und zwar als Kampfbegriff, um Kritik am Islam im Keim zu ersticken, um es als eine unbegründete, irrationale Angst hinzustellen. Aber Kritik am Islam ist begründet mit jeder Seite des Korans, mit jedem Ausspruch des Propheten Mohammed. Es ist sachlich fundierte Kritik. Und wenn ihr glaubt, es wäre Hetze, falsch, die Hetze kommt aus diesem Buch. Und ihr müsstet eigentlich genauso empört sein. Warum seid ihr es nicht? Weil ihr von einer anderen extremen Ideologie, die euch den gesunden Blick, den klaren Blick und den gesunden Menschenverstand total vernebelt. Ja, Unwahrheit. Sag, wo wir die Unwahrheit sagen, weiß es uns nach. Ja, dann können wir weiterreden. Dumpfes Geplärr nützt uns überhaupt nichts. Wir haben seit dem 11. September 2001, seit 9/11, haben wir uns mit dem Islam beschäftigt. Die meisten von uns, inklusive mir, hatten vorher vom Islam keine Ahnung. Islam war eine Religion wie alle anderen auch. Wir haben uns nicht damit beschäftigt, die meisten von uns. Und dann am 11. September
sind wir aufgewacht. Wir saßen fassungslos vor den Fernsehgeräten. Wir haben gesehen, wie 200 verzweifelte Menschen aus dem brennenden World Trade Center rausgesprungen sind, in den Tod, weil sie nicht verbrennen wollten. Und bei jedem dieser Menschen muss einem das Herz bluten. Und komisch, bei keinem islamischen Terroranschlag wurde die Frage gestellt von den Medien, was ist dafür verantwortlich? Niemals, sondern es wurde immer gemeinschaftlich das idiotische Lied getrellert, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Und Islam bedeutet Frieden. Idiotischer geht es nicht mehr. Aber dann, als dieser Vollidiot, der Psychopath Breivik in Norwegen getötet hat, da sind sie auf einmal alle losgeschwärmt, die Medien. Ich habe alleine 5 Fernsehsendern Interviews gegeben und alle haben mich gefragt, fühlen Sie sich nicht verantwortlich, weil Sie Islamkritik üben? Sind Sie nicht verantwortlich? Ja? Diese Fragen wurden uns gestellt. Aber ist vielleicht nach einem islamischen Terroranschlag ein Journalist mal zu einem Imam in der Nachbarschaft gegangen und hat gefragt, fühlen Sie sich verantwortlich für den islamischen Terroranschlag, weil hier Tötungsbefehle drinstehen? Nein, das passiert nie. Das passiert nie. Warum? Weil es der politischen Korrektheit widerspricht. Die Lügen werden verbreitet über die Medien, über die Mainstream-Politiker, über die muslimischen Funktionäre. Wir ersaufen in einem Meer aus Lügen. Und die Wahrheit ist, der Islam ist gefährlich. Und Safer Cenocak, ein türkischer Schriftsteller, der in Berlin lebt, sagt, wo ist das Plakat? Der Terror kommt aus dem Herzen des Islams, er kommt aus dem Koran. Der Terror kommt von dir! Ja. Alles klar. Weißt du, wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd. Das war immer schon so. Die Wahrheit ist unangenehm, die Wahrheit will keiner hören. Jeder will lieber das Märchen hören, dass der Islam friedlich ist, weil dadurch wird uns ja die Angst genommen, dass irgendwas falsch laufen könnte. Und wir wollen uns ja keine Angst machen. Wir wollen uns ja lieber einlullen lassen von den Lügen, denn Lügen sind süß, ja, Islam ist friedlich, alles klar, wunderbar, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Das können wir Ihnen leider Gottes nicht bestätigen. Schauen Sie her! Der muslimische Mitbürger, er hat auch den Koran, ja? Und in der anderen Hand hat er eine Waffe. Warum? Weil er die Tötungsbefehle aus diesem Buch herausnimmt. Hier, genau dasselbe Buch hier. Er tötet, weil er der Gehirnwäsche unterlaufen ist, dass Allah das Töten von ihm fordert, wie es im Islam Standard ist, Freunde. Und wir sagen nochmal, 270 Millionen Tote sind genug. Es muss Schluss sein mit dem Töten im Namen Allahs. Und zwar jetzt. So, ihr Linken, ihr seid ja immer so Freunde, gell, von der Hamas. Bei der linken Partei, da heißt es auch, die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern es ist eine Befreiungsgruppe. Ja? Also, haben Mitglieder der linken Partei gesagt. Und Mitglieder der Linken in München waren auch auf dieser Fähre da nach Israel, ja, wo da Waffen transportiert wurden und wo türkische Terroristen mit drauf waren und die eigentlich gar keine Hilfslieferungen im Sinn hatten, sondern Dschihad, die wollten Dschihad machen. Da grinst du blöd, gell? Also, eure Freunde von der Hamas, ja, sie haben in ihrem Parteiprogramm, und jetzt frage ich euch mal, stört euch das? Stört euch das, dass die Hamas, eure befreundete Organisation, in Artikel 7 ihres Parteiprogramms, der Prophet Mohammed, Andacht und Frieden, Allah sei mit ihm, erklärte, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten, bevor sich nicht die Juden in der Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen, O Muslim, da ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn! Kein Recht auf rechte Propaganda! Sie hören nicht zu?
Er steht gar nicht in den Kopf rein, sie checken es gar nicht und sie sind vor allem nicht empört. Es macht ihnen gar nichts aus, dass die Hamas Juden töten will. Weil aus ihrer Sicht, ja, all das, was auf ihrer Seite steht, und sie glauben, dass die Palästinenser in der Tradition von RAF und PLO, die Drecksäcke haben damals schon zusammengearbeitet, ja? Und das finden wir vielleicht noch toll, ja? Dass die Linksextremisten mit den muslimischen Terroristen zusammenarbeiten. Und deswegen ist es euch wurscht, ob sie Juden töten in Israel. Es ist euch scheißegal. Da müsstet ihr jetzt sagen, Schluss mit der Hamas-Charta. Schluss mit der Artikel 7. Aber hier in Jordan schreit uns an, Schluss mit Nazi-Propaganda. Und sagt so blöd. Aber mit euch diskutieren ist sowieso zwecklos. Deswegen richten wir uns an die Münchnerinnen und Münchner mit gesundem Menschenverstand. Wir richten uns an all die, die noch ihren Kopf benutzen zum Denken und nicht um ideologische, aggressive Sprüche da reinzuklopfen. Und ihr alle, ihr Münchnerinnen und Münchner, kommt bitte zu uns. Wir sammeln Unterschriften. Denn wir stehen heute nicht nur hier, weil wir den getöteten 11 israelischen Sportler gedenken. 1972, in dem ersten islamischen Terroranschlag, hier mitten in München während der Olympischen Spiele getötet wurden. Wir sammeln Unterschriften gegen das skandalöseste Projekt dieses Jahres hier mitten in München. Ein paar Querstraßen weiter soll mitten unter Ihnen, liebe Münchnerinnen und Münchner, ein Zentrum für den Islam in Europa gebaut werden. Mitten unter Ihnen. Und das Beste, die Kohle kommt mit 30 Millionen Euro aus dem arabischen Scharia-Staat Katar. Und dieser Staat Katar unterstützt hinter den Kulissen islamische Terrorbanden wie Al-Qaida und wie die Taliban. Wollt ihr, dass der Geist der Taliban und der Al-Qaida an den Status kommt? Nein! Hör ich nein? Oder hör ich ja? Wollt ihr das? Nein! Gut. Nein. Jeder Mensch, der klar denken kann, der muss sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen kein europäisches Islamzentrum, das mit Scharia-Kohle, mit öliger, schmieriger Scharia-Kohle aus einem Staat kommt, wo Andersgläubige unterdrückt werden, wo die Scharia herrscht, wo es Christen dreckig geht, ja, und wo die Taliban und Al-Qaida und Hamas und Muslimbrüder unterstützt werden. Wir wären ja blöd, wenn wir das mitten unter uns in München zulassen würden. Deswegen, liebe Münchnerinnen und Münchner, kommen Sie zu uns, unterschreiben Sie unser Bürgerbegehren. Es ist das wichtigste Projekt dieses Jahres. Wir müssen das verhindern. Und es ist unser Recht, das zu verhindern. Es ist unser demokratisches Recht, denn wir haben dieses Mittel in einer gelebten Demokratie. Keiner von Ihnen braucht sagen, wir können ja eh nichts machen, weil die da oben alles bestimmen. Nein! Wir können, jeder einzelne Bürger kann sagen, nein. Und durch Ihre Unterschrift tragen Sie dazu bei, einen 30.000stel Anteil, jeder von Ihnen. Und wenn Sie jetzt nicht vorbeigehen und zu uns kommen, dann helfen Sie mit. Wenn Sie vorbeilaufen und sich denken, naja, die haben ja schon recht, aber ich will da jetzt lieber nicht unterschreiben, dann zeigen Sie, dass Sie keine Zivilcourage haben und dass Sie nicht gelebte Demokraten sind, die unser Grundgesetz, unsere Freiheit verteidigen. Sie müssen wirklich zu uns kommen und Sie müssen uns unterschreiben. Und sobald wir 30.000 Unterschriften haben, gibt es einen offiziellen Bürgerentscheid in München. Genauso wie vor einigen Monaten um die dritte Startbahn es diesen Bürgerentscheid gab, wo alle Münchnerinnen und Münchner sich überlegen konnten, wollen wir diese dritte Startbahn oder wollen wir sie nicht? Die Mehrheit hat sich dagegen entschieden, okay, so ist es. Und genauso können dann, wenn wir diesen Bürgerentscheid haben, können dann alle Münchnerinnen und Münchner können sich überlegen, wollen wir ein Islamzentrum für ganz Europa in München? Ja, ihr habt es noch nicht begriffen. Bei jeder Kundgebung sind sie da, aber sie habt es noch nicht begriffen. Weil es geht nichts durch die ideologisch verschlossenen Ohren ins Hirn. Also,
ein Imam, der im Verfassungsschutzbericht jahrelang drinstand, weil er gefährliche Kontakte zu verfassungsfeindlichen muslimischen Organisationen wie Willi Görrisch und wie Muslimbrüder hat. Er darf niemals in München ein Zentrum für den Islam für ganz Europa bauen. Wir wären ja blöde, wenn wir diesem Geist der Verfassungsfeindlichkeit den roten Teppich ausrollen würden. Wir wären bescheuert. Aber wir sind hoffentlich nicht bescheuert. Und wir sind hoffentlich alle klar genug im Denken, dass wir dieses Bürgerbegehren alle unterschreiben. 30.000 Unterschriften brauchen wir. Wir haben bisher 4,5, aber wir werden jetzt einen Zahn zulegen. Wir werden ganz München, werden wir durchkämmen mit unseren...